grüße euch. Und zwar heute habe ich eine Geschichte von mir, was mir in der Stadt passiert ist. Weil ich euch damit etwas sagen will einfach, aber dazu komme ich zum Schluss. Und zwar, es war so, ich war in der Stadt mit meinem Freund und habe ein bisschen also nicht gemütlich gemacht und so, in der Sonne chillt und so. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich einen Anfall kriege, ne, und es war gerade keiner da von meinem Freund. Und es waren halt ganz viele andere Leute da und bin halt dann zu einer Dame. Und der habe ich dann gesagt, ja, ich habe das und das und mir kommt es halt so vor, dass ich bald dann hab, ob sie nicht aufpassen könnte. Und dann hat sie halt eh aufgepasst und dann habe ich auch, wie gesagt, einen gehabt, einen Anfall. Und es sind dann auch gleich andere Leute dazugekommen und haben halt geschaut, dass mir nichts passiert. Aber was ich sagen will damit, ist, dass ihr bitte keine Scheu haben sollt, dass ihr zu Menschen zugeht und einer sagt, ja, mir kommt es jetzt so vor, dass ich einen Epileptischen habe und ob sie da nicht aufpassen kann oder ob sie da nicht kurz schauen kann oder so, weil das sind auch noch Menschen und die sind sicher hilfsbereit, die meisten, und ich glaube nicht, dass man sich da irgendwie schauen braucht oder so. Was ich einfach damit sagen will, ist einfach, dass ihr zu den Menschen zugehen sollt und euch einfach trauen sollt und nicht irgendwie geheim halten und nachher im späteren Zeitraum passiert dann was. Zum Beispiel beste Situation war bei mir, es war in der Stadt und im LCS, das ist so ein großes Einkaufszentrum bei uns, da habe ich halt einen auch gespürt, dass ich einen Anfall kriege, ne, und hab halt, da habe ich noch so die Scheu gehabt, ne, also ich bin nicht zugegangen, hab zu keinem was gesagt, hab einfach gedacht, ja, jetzt setze ich mich hin und es passt, ne, und dann habe ich mich hingesetzt und im Endeffekt bin ich nachher von der Bank geflogen und hab mir einen Platzwunden geholt, ne, und seitdem das war, hab ich mir gedacht, und nachher haben mir die Leute geholfen, ne, und seitdem das war, habe ich mir gedacht, ah, egal, ich sage einfach immer, wenn was ist, sage ich einfach irgendeiner Dame oder einem Mann, dass sie jetzt bitte aufpassen könnte, ob sie kurz Zeit hätte, dass sie aufpassen könnte, ne? Weil sonst kann eben das passieren, ne, was mir passiert ist. Und dann habe ich Rettung kommen müssen und das, wenn sie das verhindern lassen, nachher war das auch. Ja, weiß ich nicht, wenn sie es verhindern lässt, dann kann man es ja wohl so machen, dass es verhindern lässt. War das jetzt Deutsch? Ja, wurscht. Aber auf jeden Fall, bitte geht's zu den Leuten so, wie wenn's was gespürt und sagt, ja, bitte können sie aufpassen kurz oder können sie schauen, weil bevor ihr da dann, weiß ich nicht, umfliegt und weiß ich nicht, auf eine Kanten fliegt und komplett. Was in der Schildecken hieß oder keine Ahnung, kann so viel passieren. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nur dazu, eine kleine Lebensgeschichte von mir. Und ja, das war's eigentlich. Ja, eigentlich wollte ich, wie gesagt, nur sagen, dass ihr bitte schauen sollt, dass ihr auf die Menschen zugeht und sagt, ja, es könnte jetzt sein, dass was passiert, könnt ihr bitte aufpassen. Dass einfach nichts Schlimmes passiert, ne? Dass keine Rettung kommen muss oder sonst was. Habt keine Angst, die meisten Mitmenschen sind eh kollegial, sag ich einmal. Und ich glaube, da braucht man sich nicht schauen. Ich glaube, jeder Mensch hat Verständnis für das. Und wird sicher entgegenkommen und sagen, ja, dann schaue ich halt einmal kurz nach. Und wenn es ist, dann bester Tipp, bitte ruft seinen Verwandten an oder die Mutter, Vater, bla 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 und sagt seiner bitte, dass
zum Holen ist. Ne? Also so tat es jetzt nicht, ja, jetzt war, habe ich einen epileptischen gehabt, aber jetzt passt es wieder nicht und weiß ich nicht, Viertelstunde später kommt wieder einer. Deswegen sage ich, gleich wenn ihr einen habt, dann ruft bitte sofort Verwandtschaft an oder sonst irgendwann das nach Hause zum Nachhause für einen Satz. Ja. Aber auf jeden Fall, bitte macht's das, weil ich möchte nicht, dass irgendwer verletzt wird, unsinnig, wenn man das eh verhindern kann. Ja, auf jeden Fall, ich wünsche euch was und wenn ihr Fragen habt oder so, wie ihr wisst, ihr kennt es, müsst ihr die Kommentare schreiben und ich werde sie dann beantworten. Ne? Dann, ja, wünsche ich euch was. Baba!